Das ist Fatbook Jason, ah, der ist auch der Map-Ersteller. Ja, hier, ne? Mich direkt am Spawn verfolgen, nur weil ich YouTuber bin. Was denkst du dir, Admin? Willkommen zu einer neuen Runde Survival Games. Wir spielen heute die frisch erschienene Survival Games 7 Map mit dem plattgedrückten Q Lilycraft 98 Venycraft. Hallo. Hallo. Und ich würde einfach sagen, wir fangen jetzt hier mal an, denn es geht auch schon los. Da ist schon wieder die Brücke, man spawnt immer an der Brücke. Ja. Aber gehst du in die linke Kiste, dann gehe ich da rechts ran. Okay, dann gehe ich auch in die Mitte. Ich gehe eigentlich ungern in die Mitte, weil es immer Fistglitch oder solche Leute gibt. Hab aber zwei ziemlich gute Oberteile und Sticks und Essen und Angel. Ich habe nichts bekommen, weil ich die Liane hochgeklettert bin, aus Versehen. Das ist eine sehr kluge Entscheidung. Oh mein Gott, die Leute können abkürzen. Da ist auch noch ein Schad, das wusste ich gar nicht. Ach, vielleicht kriegen wir aber vor dem ein Schwert, wollen wir es riskieren? Oh, er hat ein Schwert. Das ist Fatbook Jason, ah, der ist auch der Map-Ersteller. Ja, hier, ne? Mich direkt am Spawn verfolgen, nur weil ich YouTuber bin! Was denkst du dir, Admin? Ich brauch ein Schwert. Okay. Ist er hinter mir? Nee, er ist irgendwie Kisten leeren. Lass ein bisschen weiter, wir können den dann zu zweit gleich töten. Okay, einfach ins Luftschiff rein, da finden wir bestimmt eine Waffe und dann boxen wir ihn tot. Ja, also ich hab ein Steinschwert schon. Ich hab. Warte, du bist hinter mir, oder? Ich leg den Kettenoberteil schnell hin. Dann müsst ihr schnell auf. Hab ich. Gut. So, den rechts rein. Oh Gott. Okay, der kommt. Hier eine Admin, direkt YouTuber verfolgen, obwohl wir genickt sind, ey. Denkt sich auch, wenn er uns tötet, ist er fame. Der kann das wahrscheinlich sehen. Der Hundesohn. Ja, keine Waffe. Pack. Ich renne hier rein und guck. Ich geh rechts. Auch keine Waffe. Ah, Schwert zumindest, Holz. Nein, ist weggeworfen! Er kommt. Wo rennt er rein? Ich leg mich mit ihm an. Fuck. Alter. Das gibt's doch gar nicht. Ah, stipp, Admin, hab ihn, Admin. So, ich bin so gut, ne? Oh, der hat auch voll viele Punkte, Admin. Bin tot. Oh nein. Wir kriegen keine Runde hier mehr vernünftig gespielt. Ja, die Sache ist, man kann einfach nicht gegen Leute auf Half kämpfen, weil die alle wer das Sprint haben. Sogar der hatte wer das Sprint drin. Naja, klar, so aber Admin kann das ja auch. Ich meine, der könnte sogar Nodus nutzen, ohne Probleme zu kriegen. Ja. Wobei, nee, ist nur Senior-Mod. Wer weiß. Aber egal, du musst die Runde jetzt gewinnen. Ja, das alleine. Kommt noch einer. Muss noch was essen. Ich sehe ihn noch gar nicht. Wo ist der? Der steht da direkt vor dir, also hinter der Säule da. Wo? Hä? Nicht Ghost. Nein, Quarzsäule, jetzt vor dir. Also er ist gerade rausgelaufen. Er läuft weg. Hat aber keine gute Ausrüstung, okay. Auf jeden Fall, ich denke, das hat man jetzt noch nicht so gut bemerkt, ist die Map an Bioshock Infinite angelehnt. An das Rapture, falls das so heißt. Vielleicht ist auch Bioshock 1 und 2 Rapture. Ich weiß es aber nicht. Auf jeden Fall bleibst du jetzt stehen, weil ich dich boxen will. Hier, friss meine Angel. Gut, jetzt bist du gegen die Dinger und jetzt kann ich dich wegficken. Ah! Nein, muss sprinten, muss dir hinterherrennen. Und bam, noch einer und bam, noch einer. Nein, deine Sachen. Na gut, halbwegs was bekommen. Das ist direkt noch auf der Brücke. Kannst du ja auch holen. Ja, die haben alle keine Ausrüstung. Hey, hier ist man noch nicht gestorben auf der Brücke. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool, dass die, ja, lauf halt, komm. Hey, guck mal, ich hab eine Waffe. Bam, jetzt läuft sie weg. Ja, du kannst nicht sprinten, weil du hässlich bist. Bam, so. Oh, umgebracht. Ich fühle mich manchmal voll schlecht, wenn ich so Leute, die nur 5 Punkte geben, umbringen, keine Ausrüstung haben. Weil die wahrscheinlich das erste Mal Survival Game spielen, die werden direkt von irgendjemandem die sind so hilflos. Die werden direkt so zerfistet oder sowas. Die kriegen so richtig Schaden rein und alles. Und ich glaube, man versaut ihnen voll den Spaß am Spiel. Ich bring jetzt mal über das Chargepad rüber. Hä? Ich bin so dumm. Du musst nach oben gucken, dann fliegst du auch nach oben. Ich hab nach oben geguckt. Okay. Dumm bin ich ja nicht. Hä? Kiste, öffne dich. Kiste. Die ist wahrscheinlich auch ein bisschen. Kiste, so. So, jetzt geht's auch wieder. Hat gerade kurz geleckt hier. Ich muss mich jetzt sammeln. Da ist der Typ. Läuft auch alles wieder. Veni, bist du denn noch da? Ja, ich bin noch da. Gut, ich dachte gerade schon, ich habe wieder Verbindung verloren. Guck dir gerade zu. Aber ich muss echt noch was machen wegen meinem Internet. Das ist andauernd so, dass einfach irgendwo Bug-Tagt oder was auch immer. Okay, geh hier rauf. Das sind die Sachen. Wo? Da oben. Ah, Stuff. Cool. Und 2 Eisen, glaube ich, oder? Ja, 2 Eisen und 4 Sticks habe ich jetzt. Bam, was ist da los? Nice. Ich muss zum Spawn Crafting Box suchen. Ich weiß nicht, ich habe noch keinen anderen gefunden. Da läuft aber noch jemand. Aber es gibt sicher irgendwo welche. Ja, bestimmt, da ist so ein Markt, da kann ich gleich mal vorbeischauen. Ein bisschen was von der Map zeigen kann man ja auch hier schön. So, haben wir ein Schwert. Und dann können wir jetzt hier
Aufpassen, gut. Man muss gut aufpassen, dass man nicht von hinten erledigt wird. Vor allem hier, wenn man so am Rand links läuft, kommt einfach so einer von der Seite an, bam, zieht dir eine Stelle und du bist unten. Das wäre voll doof. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde es ziemlich cool, dass die Karten an Themen angelehnt sind, so wie auch Survival Games 4 an DayZ, in meinen Augen. Sah das ziemlich nach Cernarus aus. Oder Elektro. Welches ist das? Du kennst ja mehr, du hast das mehr gespielt als ich. Ja, also, ich würde es jetzt nicht als Stadt einordnen eher. Ja, also, ganz komprimiert. Feuerwache und so weiter gibt es halt schon, aber es ist schon an DayZ angelegt, weil es gibt halt auch einen Airport und so weiter, dann auch so einen Wald, so Hütten im Wald, alles mögliche. Also ja. Also ich würde es allgemein unter Cernarus einordnen, verschiedene Elemente gemixt, aber keine spezielle Stadt jetzt. Okay, ich brate mir jetzt hier erstmal ein bisschen Sachen. Ich muss nur die Öfen gleich wieder finden dann am Ende. Ah, hier sind ja Öfen im Boden. Das sind alles Öfen. Ich werde in irgendeinem Ofen ist auch einfach so ein Diamantschwert oder so drin. Würde mich voll nicht wundern. Ist ja voll geil, wenn es irgend so ein Team Variety Builder so als Easter Egg irgendwo reingetan hätte, praktisch. Er baut ja, so eine Map, der merkt sich guckt keiner dann zu, er tut schnell den Sharpness 5 Diamantschwert in eine Kiste, in irgendeinen Ofen oder sowas. Ich weiß nicht, haben die es mittlerweile gefixt, dass man da Sachen reinpacken kann und dann sind die in der nächsten Runde noch da? Oder auf welchem Server war das? Das war auf irgendeinem anderen. Also hier funktioniert das, weil bei Drybone Valley, also Tieferan Survival Games 2, gibt es ja auch eine Kiste, wo eine Eisenachse und ein Kuchen drinnen ist. Und die ist jedes Mal stimmt, da. Stimmt, stimmt. Diese Minecart-Kiste, ja, das sind so kleine Gimmicks, das finde ich mal ganz schön, wenn sowas eingebaut wird. So, oh, guck dir mal hier das Dörrteil an. Ja, das hatte ich schon. Stimmt, das sollte ich mal zeigen. Geil. Das ist richtig cool. Hier. Oh, das ist sogar eine Kiste. Aber ist schon leer. Hier wohne ich jetzt. Vareide wohnt hier schon. Ah, Ladies Welcome. Was ist das? Vareide lives hier. Ladies Welcome. Ja. Richtig gut. Der hat bestimmt viel Besuch hier. Ah, nee, da kann man nicht hoch. Oh, hier, ist das ein Auto? Sieht noch aus. Vareides Auto. Oh, da sollte ich jetzt nicht reinspringen. Das wäre doof. Komme ich nicht wieder raus. Aber das ist diese Stadt. Hier ist wieder, ich kann mich gut verstecken drinne. Als so kleiner, ich hab nichts, aber will Leute ärgern Typ. Ja, also das ist das, was mich in meisten Karten eigentlich stört, wenn die halt so breit gefächert sind und man kann in viele Häuser rein und kann sich halt gut verstecken. Deshalb fände ich es echt schön, mal so eine Karte in die Höhe zu haben. So mit, ich weiß nicht, hast du Counter-Strike mal gespielt? Es gibt ja so Crazy Jump-Maps. Das sind einfach so zwei. Hier ist ein Schwamm, das soll mal eine Kiste sein. Wo du so riesige Tower hast und so weiter, ne? Zwei riesige Tower gegenüber, auf einem spawnen die Terroristen, auf dem anderen die Counter-Terrors. Und dann kämpft man halt gegeneinander und kann runterspringen. Unten ist halt Wasser. Und man kann aber auch in den Turm rein. Man kann auf der Map in Counter-Strike jetzt nicht auf die einzelnen Etagen, aber so einfach so zwei oder vielleicht auch vier Türme, drei Türme, was weiß ich. Also gegenüber wäre echt mal cool, so als Map. Dann ist ganz oben drauf der Spawn oder sowas. Und dann sind da so kleine Holzplanken halt drüber von Haus zu Haus oder sowas, dass man da reinlaufen kann. In der Mitte ist vielleicht so ein Baugerüstkran, wo dann die Items drauf sind vom Spawn. Es muss ja an sich auch nicht mal ein ganz runder Spawn sein, denke ich. Wobei, na doch, sollte sein, das ist sonst unfair vielleicht. Aber, das wäre schon ganz schön. Allgemein, es gibt so viele Sachen, die ich gerne mal in Survival Games sehen würde, aber ich habe kein Bauteam und ich habe auch kein Bautalent. Also kann ich das nicht machen. Du kannst gar nichts. Ich habe kein Bautalent, ich habe kein Bauteam, ich habe kein Skill, kein nix. Kein Penis. Was? Oh, es dürfte bald Nacht werden, oder? Ja, aber Chest Refill dauert wahrscheinlich noch. Ja, was war das gerade für ein Sound? Was? Das klang. Hä? Ich hab keine Ahnung, das klang gerade so, als hätte irgendjemand geredet. So ein Minion oder so. Am Arsch. Nee, ich hab wahrscheinlich Halluzination, aber. Wo sind denn die Leute? Achso, warte mal, welches Texture Pack benutzt du oder Resource Pack? Ich hab jetzt gerade Specs drin. Einfach weil ich keinen Bock mehr auf die anderen hatte, die ich gerade notiert. Falls du hier was hörst, ne? Also, das ist mir vorhin passiert, wie ich hier rumgelaufen bin am Spawn. Da sind irgendwo Villager drunter. Ach, stimmt, ja, und das war das. Ich dachte gerade schon. Hatte ich auch schon gehabt, dieses. Weil ich direkt über den Villager gespawnt bin. Beim ersten Mal, als ich die Karte gespielt habe. Und ich immer so. Oh nein! Ich hab noch gar nicht mal gute Rüstung, sehe ich gerade. Ich hab ein Eisenschwert und zwei gute Rüstungsteile. Sonst? Gut wär's, wenn du dir mal. Ja. Wenn du es zulegst. Aber ist hier drinnen überhaupt was? Da nee, 5 Tribute noch. Ich denke mal, die anderen haben auch volle Eisenrüstung zum Teil. Ein, zwei Leute zumindest. Guck mal ein bisschen durch, aber ich verrate dir nichts. Ich verrate dir nichts. Toll. Nee. Da ist noch eine Kiste. Oh, Sticks und Fisch. Hast du fast ein Level? Du kannst dich auch bald verzaubern eigentlich, oder? Ein halbes Level, aber hier spawnen halt auch keine Tiere. Das ist dumm, ja. Eine Erfahrungsflasche hätte oder sowas, oder wenn ich so ein Park wäre. Nicht nur dieses kleine bisschen am Spawn, dann könnte man ja auch ordentlich was reißen. Ja. Ich weiß ja nicht, wie das beim Plugin von Hive ist, aber ich finde, auf der Map sollten sie, wenn dann irgendwie einstellen, dass man mehr Erfahrungsflaschen finden kann. Weil wenn hier keine Tiere sind. Auf allen Karten gleich, was man findet. Ja, man findet auch Goldbarren. Das Einzige, wofür man Gold jetzt noch braucht. Also, man muss 8 Gold haben für den Goldapfel und kann natürlich erzählen, dass du es irgendwo schaffst. Aber der ist auch richtig krass, dann der Goldapfel. Ich meine, der gibt dir 2 extra Herzen und läuft jemand Zartchen Minecraft.
Ja, aber habt ihr noch erstmal? Ich habe jetzt ein Gold und ich habe, glaube ich, einmal diesen Goldapfel machen können, aber auch nur, weil ich im Spawn 5 Leute umgebracht habe oder so. Ja, also muss echt schon krass Amok laufen. Sieht aus, als wird es bald ein Deathmatch geben. Ja, ein Typ ist hier unter mir gewesen gerade. Okay. Ich komme hier noch nicht aus dem Haus raus. Einfach mal die Treppen folgen, dann bin ich schon raus. Okay, der eine läuft aber weg. Es haben sich nämlich gerade zwei begegnet und deiner ist abgehauen. Ist der noch im Spawn? Dieser eine Typ von vorhin, den du verfolgt hast, der Monkey D. Ruffy, Skin hat einfach nur eine Lederhose und sonst gar nichts. Okay, dann lass ich den ins Finale einziehen, nach Möglichkeit. Weiß er eine Goldhose. Da sind zwei, die dich kriegen. Dann staube ich gleich einen von beiden noch ab am besten. Jo, oh, drei. Oh, einer weg. Oh, jetzt noch der andere. Oh, nein. Ich bin fast tot, fuck. Ah, hat den Bogen? Nein, hat er nicht. Weiß es nicht. Nee, er hat ihn nicht rausgeholt, zumindest um auf mich zu schießen. Versuch über irgendein Chargebett zu springen, vielleicht. Ich muss. Ah, zum Glück läuft er den gleichen dummen Weg wie ich. Ich bin gerade voll umständlich gelaufen. Oh Gott, nein! Ich hab mich voll dumm von ihm angreifen lassen. Gibt, wo du springen kannst, aber nee. Nicht. Ah. Wenn er mich einmal dumm erwischt, fliege ich runter sonst auch noch. Ist noch. Ja, aber er ist ein bisschen weiter hinter dir, das dürfte in Ordnung sein. Oh, wie weit ist er hinter mir? Da, hier nehmen wir das TNT. Nee, der ist viel weiter weg. Der hat jetzt gegessen. Du kannst auch essen, wenn du musst. Der kommt jetzt erst in das Haus ran. Er kommt zu dir. Pff. Ich hab mich verlaufen halt im Haus, ich kam nicht mehr wieder weiter weg. Dazu musste ich nur ein bisschen austricksen. Ja, aber, oh Gott. Der wird wahrscheinlich direkt auf dich gehen. Das fände ich nicht nett. Ich laufe. Ruffy-Mann, komm! Sei nett zu mir! Ja, gut. Ja, aber er wird sterben. Ah. Hä, der konnte mich erwischen, ich konnte ihn nicht erwischen, der ist geliebt, andere. Bam, 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 bam. Ja! Oh, nice! Noch geschafft! Wie viele Herzen? Schön, 2,5 sogar noch. Er hat einfach nicht mehr hingekriegt. Ging ganz gut. Schöne Runde noch geschafft. Oh, das wird ja, GG. Schade, dass du so früh gestorben bist. Ja. Oh, mein Herz, mir ist rast. Es fliegt mir gegen der Brust raus. Bumm. Aber echt eine schöne Map. Schreibt uns doch sonst mal in die Kommentare, was ihr gerne für eine Map hättet, von was für ein Spiel oder Buch oder Film oder was auch immer ihr in der Map gerne nachgebaut hättet. Ich denke mal, SG8 oder so wird dann an den zweiten Hunger Games Film irgendwie angelehnt sein, wann kommt der raus? Ich glaube Dezember oder November halt. Und die machen jetzt auf eine Pause bestimmt und dann bringen sie dazu was raus. Aber schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare, was ihr gern hättet. Wie Nick mir vorhin schon erzählt, er möchte gern von Kingdom Hearts 2 eine Survival Games Map haben. Ja, oder allgemein von Kingdom Hearts. Gibt ja viele Sachen, die man da gut umsetzen könnte. Ja, es gibt auch so einen ziemlich großen Mod davon mittlerweile, aber ich finde den irgendwie voll kacke. Muss ich mal schauen, ob ich den mal vorstelle irgendwann. Aber auf jeden Fall würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und schreibt uns eure Meinung zu der Map in die Kommentare. Und bei wenig gibt es gleich auch noch eine Folge. Aber schaut einfach vorbei, erst in der Videobeschreibung. Bis dahin und tschö. Tschüss.